Schauen wir uns mal das nächste Beispiel an. Wiederum die Normalparabel x plus 4 in Klammern zum Quadrat minus 3. Ja? Ich spreche von der Normalparabel wieder, können wir sofort sehen, weil vor der Klammer wieder nur, also nichts steht, also sozusagen der Faktor 1 können wir eben auch weglassen. Und dann sehen wir, innerhalb der Klammer steht jetzt ein Plus. Und wenn in der Klammer ein Plus steht, ist das eine Verschiebung nach links. Wird in unseren Grundlagenvideos dazu erklärt, ansonsten nochmal anschauen. Also ist die Normalparabel um 4 Stellen nach links verschoben. Und dann sehen wir hinter der Klammer minus 3. Das war wieder die Verschiebung nach oben oder nach unten. Minus 3 heißt also um 3 nach unten verschoben. Also ist die Normalparabel jetzt 4 nach links und 3 nach unten verschoben. Und der dazugehörige Scheitelpunkt, das sehen wir jetzt auch, ist minus 4 und minus 3. So geht das Arbeiten mit der Verschiebung. Ja, so arbeiten wir an den Parametern, um eine ganz normale Parabel irgendwie zu verändern und zu verschieben. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Du bist gerade auf unserem YouTube-Kanal. Hier haben wir eine Auswahl all unserer Videos. Sämtliche Videos von uns findest du auf unserer Plattform mathehilfe24.de. Hier findest du alle Videos sortiert nach Klassen und Themen von der 5. bis zur 13. Das Ganze natürlich werbefrei. Und wann immer du Fragen hast, stell sie uns einfach per Mail.